Hallo miteinander, im Zuge von dieser Digitalisierung, die wir jetzt hier aufgrund des Coronavirus durchmachen, habe ich festgestellt, bei den Online-Lektionen, die ich hier gebe, dass viele meiner Schüler etwa diesen Snare-Sound haben. Und den finde ich nicht toll. Also! Heute wollen wir lernen, eine Snare stimmen. Zuerst einmal, wie bringt man die hier drauf ab? Ich habe jetzt das schon mal so gemacht. Jetzt, das ist ein Snare-Ständer. Da verstellt man die Basis. Da verstellt man die Höhe. Hier oben verstellt man in dem Fall ohne Rasterung den Winkel von der Snare. Und die letzte und wichtigste Schraube, um eine Snare können abnehmen, ist die hier. Die drehe ich hier im Moment so, oder? Und da oben seht ihr, geht der Korb, sagt man dem, der geht zu. Und wenn man die abdreht, geht der Korb auf. Also zum Snare rausnehmen, zum Ständer raus, muss man die lösen, damit das aufgeht und dann kann man die rausnehmen. Es gibt auch noch ältere, respektive wieder neu aufgelegte Systeme, die so aussehen. Das ist genau gleich. Da unten ist die Basis, da ist wird die Höhe verstellt, da ist der Winkel verstellbar und der ist in dem Fall gerastert, also einfach in einer bestimmten, hat so zwei Zahnkränze und dann kann man das hier so in einem definierten Winkel einstellen. Dann hat es hier eine weitere Schraube und wenn man an dieser Schraube löst, kann man das Teil hin und her schieben. Zum Zusammenlegen kann man die zwei reinklappen und dann ist das einigermaßen klein verstellbar. Aber wenn die draußen sind, dann geht es darum, dass man den ganz rauszieht, dann kann man die Snare rausnehmen. Kann man die Snare hier reinlegen und nachher den oben abdrücken und dann kann man hier anziehen und dann hält das Ding genau gleich. Was bei beiden Snares, wirklich wichtig ist, ist, das Pfeil, das Resonanzpfeil ist wahnsinnig dünn. Also wenn ihr das hier einfach da drauf schiesset mit voller Wucht, ist die Chance, dass das Pfeil kaputt geht, riesig. Also von dem her, immer schön vorsichtig hier drauflegen und nachher kann man hier unten anziehen. Und so kommt der jetzt her. Dann kann man hier den Winkel verstellen. So. So sieht das aus. Okay, jetzt zum eigentlichen Stimmen. Ich mache das mit Vorliebe am Boden unten, weil dann kann man es auf eine Seite legen. Der Vorteil, wenn man das am Boden unten macht, ist ganz schlicht und einfach der, man tut das Pfeil, das unten ist, kann da nicht mitschwingen. Also man hört nur das, was man stimmen will. Anfangs stimmen würde ich primär unten, das Resonanzpfeil. Da muss man wissen, wie man den Seitenteppich löst. Das ist die sogenannte Abhebung. Und da gibt es zwei Typen. Entweder so einen Hebel, wo man da kann hin und her bewegen kann. Oder, da habe ich noch ein anderes Snare, die hat so einen Tippmechanismus, wo man raus runterkriegt. Das sind die zwei grundsätzlich unterschiedlichen Typen. Jetzt, wir lösen das den Snare-Teppich, lüpfen den vorsichtig an, stecken den Stock unten durch und so hört man, wie das Snare-Pfeil tönt, das Resonanzpfeil. Jetzt, jetzt geht es an die Stimme. Das ist viel zu tief. Also das Ding muss wahnsinnig hoch rauf. Jetzt, grundsätzlich ist es so, dass man muss schauen, dass da der Rand ungefähr gleich verteilt ist. Jetzt, was ich gerne mache, ist, ich löse das komplett, bis es wirklich, bis die Schrauben da rausgefallen sind. Ich mache das gerne mit zwei
Schrauben mit zwei Stimmschlüssel. Man kann das aber auch mit einem machen. Ich nehme meine Finger. Jetzt sind die alle lose hier, die Schrauben. Ich nehme meine Finger und ziehe einmal hier vis-à-vis die zwei Schrauben an. Nachher gehe ich genau auf die entgegengesetzte Seite und ziehe die zwei Schrauben an. Dann ziehe ich die zwei an und dann ganz am Schluss noch die zwei. Es kann sein, dass ihr 8 Stimmschrauben habt wie hier oder dass ihr 10 habt. Es gibt beides. Es gibt sogar noch mehr. Nächster Schritt, wenn die so ungefähr dran sind, nehme ich einen Stimmschlüssel und tue einfach mal ganz, so bis ich da nicht mehr drehen kann. Also da könnt ihr hier unten auch drehen. Weil das habt ihr sehr wahrscheinlich nicht. Okay? Also, auch wieder. Zuerst da, dann da, dann da, dann da. Dann da. 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 Und da. Somit ist garantiert, dass das Pfeil nicht völlig schräg liegt. Also wenn man einfach auf einer Seite mal anzieht, wie wahnsinnig, ist es so, dass das Fähre total schräg da auf der Snare oben sitzt und somit auch nicht gut kann tönen. Okay, nächste. Das ist immer noch viel zu tief. Gut, nächster Schritt, den wir machen, ist, wir machen einmal eine halbe Umdrehung da drauf. Da eine halbe Umdrehung. Da eine halbe Umdrehung. Da eine halbe Umdrehung. Da. 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 Und da. Zum Teil merkt man relativ gut, okay, gewisse Schrauben sind jetzt schon relativ satt. Schon relativ satt angezogen. Ist mir immer noch zu tief. Okay? Das ist schon relativ satt weiter oben. Nochmal eine halbe Umdrehung. Da, 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 da. So, jetzt kommen wir langsam in einen Bereich, wo es gesund ist. Das ist extrem hoch, oder? Jetzt kommt es darauf ab, dass bei jeder Schraube das ungefähr gleich gespannt ist. Die ist tiefer wie die. Also ziehe ich die etwas an. Ungefähr gleich. Die ist tiefer wie die. Ja, ungefähr, oder? Ungefähr sind die jetzt alle etwa gleich. Die zwei sind aufgrund von der leichten Mulde, die hier in den Kessel gefräst worden ist, damit der Seitenteppich so etwas besser aufliegt, dem sagt man Snarebed. Snarebett. Und aufgrund von dem sind die zwei Schrauben immer ein Ticken tiefer wie die zwei.
jetzt ist das Ding richtig satt angezogen. Aber das braucht es, damit der Seitenteppich hier vernünftig reagieren kann. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich so, dass aufgrund von dieser Spannung, die ich hier reingebracht habe, der Seitenteppich muss angezogen werden. Und da gibt es hier so eine Schraube. Und wenn man die anzieht, rutscht der Schlitten hier ein bisschen auf. Okay? Was auch noch relativ wichtig ist, ist, dass der Abstand hier und hier gleich ist. Also nicht, dass es hier ganz da hinten ist oder ganz da hinten ist. Da kann man hier jeweils die Schraube lösen oder hier die Schraube lösen. Dann kann man das so ein bisschen hin und her schieben. Das braucht meistens nicht so viel. Gut, das war die Resonanzsphäre. Jetzt kehren wir das ganze Spiel um. Da tue ich auch gerne den Seitenteppich lösen. Weil so ist es noch schwierig zu beurteilen, was der Ton denn wirklich ist. Okay, machen wir genau das gleiche Spiel. Wir lösen das komplett lösen. Sehr gut. Also, hier mit den Fingern anziehen. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt hier eine Schraube nach der anderen genommen. Finde ich, solange man das mit den Fingern ein paar Mal rundherum macht, ist das nachher eigentlich gegessen. Gut, okay, jetzt halbe Umdrehung. Da und da. Das ist schon an einem gesunden Ort. Gut, jetzt! Wenn ich hier einen anziehe, spannt es hier in dieser Dimension auch. Der war ein bisschen fester gespannt wie der. Jetzt rein auf dem Gefühl her, darum habe ich den angezogen. Fair, oder? Okay, und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ding tönt, wenn man es auf den Snare-Ständer tut. Ah! Das tönt doch schon viel mehr nach einer Snare. Gut, okay. Immer noch relativ tief. Also man könnte mit dem Top-Fähre immer noch ein bisschen rauf. Wir erinnern uns daran, also, das Ding tönt nicht schlecht. Ich finde, der mag noch etwas mehr Höhe verleiden. Also ziehe ich hier einen ganzen Ticken an. Jeweils. Wirklich. Nur so ein Viertel Umdrehung. Nicht einmal ein Achtel Umdrehung, sehr wahrscheinlich. Sehr schön. Okay. Gut, das tut schon mal nicht schlecht. Jetzt, wenn euch das zu lang ist, hat einen sehr langen Ring, sagt man dem. Bing, bing. Kann man zum Beispiel so etwas nehmen, da. Kann ich aus einem alten Fähre ausgeschnitten. Nachher wird es sehr viel kürzer. Okay, das ist eine Variante. Eine andere Variante ist, man nimmt ein Gewebekleppband, wie das hier zum Beispiel. Immer wieder mal Aktion,
irgendjemand. So, da ist der Anfang. Nimmt dann so ein bisschen Streifeli, das abreißen. Dann kann man rangehen. Und hier so wie kleine Lamellen drin tun. So, die Lamellen, die helfen, dass es da so ein bisschen dämpft. Und jetzt tun sie so. Nicht so radikal wie das da. Es dämpft viel mehr, oder? Wenn man das Ding kleiner macht, dann dämpft es auch weniger. Dritte Methode. Sind hier die Klebgummi, so ein bisschen ähnlich wie so ein. Das ist mit, das ist ohne. Und das ist mit. Und je nachdem, wie weit weg dass man die vom Rand hin tut, da hat man noch so ein bisschen Ringe. Und wenn man es hier wirklich relativ weit hin tut, ist es praktisch tot. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit können mit einem Portemonnaie. Ich habe ein ganz normales Portemonnaie. Ich lege das da drauf. Ohne. Hat etwa die gleiche, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Wirkung wie. Da hast du noch ein bisschen mehr rum. So, ich hoffe, das hat geholfen. Viel Spass beim Ausprobieren. Stimmen muss man übrigens genau gleich üben wie spielen. Ups.